Die Gäste aus Oberbayern haben einen klasse Saisonstart erwischt, standen vor der Partie auf Rang 3 der Tabelle, punktgleich mit Meister Berlin. Bei den Hausherren ruhten die Hoffnungen vor allem auf Neuzugang Matt Hasse, der ja von Straubing nach Ingolstadt gewechselt war und jetzt mit leichter Verzögerung wieder zurückgekehrt ist. Im Trubel der Hasse-Verpflichtung fast untergegangen, auch Sebastian Osterloh feierte nach fast einjähriger Verletzungspause sein Comeback. Als überzähliger Ausländer zuschauen musste der leicht verletzte Bruno Saint-Jacques. Zudem wurde Max Forster als überzähliger Spieler nach Regensburg beordert. Insgesamt war es ein schwungvoller Auftakt vor knapp 4.300 Zuschauern am Pulverturm. Hausherren-Goalie Barry Brust sorgte gleich mal dafür, dass auch wirklich alle wach waren. Sein Gegenüber war übrigens nicht Stammkeeper Ian Gordon, sondern Markus Janka durfte gegen seine Ex-Kollegen ran und machte seine Sache in den Anfangsminuten ordentlich. Die Tigers waren im ersten Drittel wie fast immer das spielbestimmende Team und ebenfalls wie fast immer fehlte leider der Vollstrecker. Der aufgerückte Verteidiger Alexander Dotzler mit der besten Chance der Anfangsphase. Coach Dan Bratuschny konnte eigentlich zufrieden sein, sein Team hatte die Panther gut im Griff. Nur bei schnellen Kontern der Gäste wirkte die Tigers-Defensive etwas anfällig. Dafür war Brust mittlerweile hellwach. Ingolstadts Jared Ross, der gerade diese Chance vergeben hatte, ist auch einer der Hauptdarsteller der nächsten Szene. Hier wäre die Führung der Gäste eigentlich fällig gewesen. Ungewöhnlich, dass zwei so ausgewiesene Torjäger wie Thomas Greilinger und Ross so eine Chance liegen lassen. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Hausherren hier klar besser waren. Wir können gar nicht alle Möglichkeiten des ersten Abschnitts zeigen, stellvertretend quasi der Schuss von Daniel Spare, bei dem Janka etwas Glück hat. Und auch Hasse, der sich an der Seite von Jean-Michel Daou und Carson Sherman ziemlich wohl fühlte, hätte durchaus das 1:0 machen können. Ich fühle mich ziemlich gut. Klar habe ich jetzt 5 Monate kein DEL-Spiel mehr bestritten. Es wird also noch ein bisschen dauern, bis ich wieder in Topform bin. Aber insgesamt war es ganz okay. Den besseren Auftakt in den Mittelabschnitt erwischten zwar die Panther, das Tor machten aber die Tigers. Ross saß draußen, die Gastgeber mit viel Druck im Powerplay und mit dem 1:0 durch Rene Röttke in der 23. Minute. Mustergültig aufgelegt von Andy Canzanello. Janka ist noch im bedrohten Eck, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern. Hochverdiente Führung also für die Tigers zu Beginn des zweiten Drittels. Und es geschehen noch Zeichen und Wunder, sie konnten nachlegen. Wieder ist es ein Powerplay und wieder zappelt die Scheibe im Netz. Dustin Whitecotton hält beim Schuss von Sparrow kurz den Schläger rein. Unhaltbar für Janka und endlich mal gelingt den Tigers in der 26. Minute das, was in den vergangenen Wochen immer verpasst wurde. Nach einer 1:0-Führung auch mal das zweite zu machen. Auf jeden Fall, sonst laufen wir mal hinterher. Diesmal musste Ingolstadt Druck machen. Wir konnten sie kommen lassen und haben auch ein bisschen Energie gespart. Und diese Energie war auch nötig, denn ab der 29. Minute spielten die Tigers erst in einfacher, dann sogar in doppelter Unterzahl. Diese überstanden sie mit viel Kampfgeist, aber gerade als Dotzler aufs Eis zurückkehrte, schlug die Scheibe doch noch ein. Luciano Aquino fälscht den Schuss von Michel Perrier unmittelbar vor Brust noch ab. Keine Chance also für den Tigers-Goalie in der 33. Minute. Nur noch 2:1 für die Hausherren. Mit diesem Treffer waren die Lebensgeister der Panther wieder erwacht. Sie wurden nun stetig stärker, Brust aber auch. Im letzten Abschnitt versuchten die Tigers, die Gäste vom eigenen Gehäuse wegzuhalten. Das gelang mit zunehmender Spieldauer aber immer weniger. Ingolstadt blies zum Schlussangriff und forderte in der 48. Minute vehement Videobeweis nach einem Schuss von Aquino. Schiedsrichter Willi Schimm verweigerte diesen und hatte offenbar Argusaugen. Der Puck in dieser Szene tatsächlich nur am Pfosten. Straubing hätte durchaus bei dem ein oder anderen Konter endgültig den Deckel drauf machen können, das gelang aber nicht. Und so hieß es zittern bis zum Schluss und noch einmal Glücksgöttin Fortuna bemühen. Auch in der 52. Minute musste noch einmal der Pfosten beim Schuss von Tyler Baug retten. Das war's aber dann. Die Tigers brachten den 2:1 Erfolg endlich auch mal mit dem nötigen Quäntchen Glück ausgestattet über die Zeit. Es war eine tolle Vorstellung von uns. Wir haben den Vorsprung mit Zähnen und Klauen verteidigt und gerade solche engen Siege mit einem Torunterschied geben viel Selbstvertrauen. Ja, ich bin auf jeden Fall überglücklich. Das letzte Punktspiel habe ich am 10. November gemacht, 21. November letzten Jahr und ich bin absolut, glaube ich, der glücklichste Mensch heute, dass alles geklappt hat mit so einem super Sieg. Wir haben super Moral bewiesen und bin richtig stolz auf die Jungs. Das war natürlich auch der Trainer. Schließlich war es ein eminent wichtiger Sieg und eine Steilvorlage für das sicherlich noch wichtigere Spiel am Sonntag.
wir haben einen Großmatch Sonntag und wir brauchen die Punkte. So we go back to work tomorrow. So thank you.